Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass ich Zora werden kann. Soll ich einen Stein dagegen werfen? Kann doch nicht mal einen Stein heben. Taya geht sofort drauf los. Das ist doch alles scheiße. So. Vom Käfer raus. I don't get it. Gibt's Unterwasserbomben? Das ist jetzt die Frage. Wenn es Unterwasserbomben gibt, dann ist es klar, aber die müsste ich ja erstmal kriegen. Können wir mal in den Shop gehen, vielleicht hat er jetzt was da. Oder was war denn hier mit den Häusern? Was war denn hier eigentlich? Ach, ihr Mist. Ja, treff mich noch mehr. Ist okay. Oder gib mir 3 Herzen, das ist okay. So. Ernsthaft, diese Mistviecher, ne? So. Ach ja, Epona steht ja auch noch hier rum. Was war hier drin eigentlich? Spinnenhaus am Meer. Aha. Hier war ich nämlich noch nicht drin. Hallo Skulltula. Oh. Aha. Nein, ich will das haben. Verlieren doch alle Skulltulas. Die ersten, die ich glaube, sehe in dem Spiel. Wahrscheinlich schon 50 verpasst, aber. Ist ja auch egal. Da komme ich auf jeden Fall irgendwie nur rein, wenn ich was. Wenn ich was tue. Oh. Hier ist auf jeden Fall noch einer irgendwo, da oben. Spätestens die kriegt man ja nicht mehr. Das ist auch so ein Ding. Enterhaken brauche ich dafür. Sieht nach Enterhakenpunkten aus. Hm. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Als Gerone. Als Gerone. So. Ah, warte mal. Dies ist Nummer 1. Ah, okay. Die kriege ich nicht. Das ist natürlich gemein. Ah, warte mal. Stampfen vielleicht. Aha! So. Will er wieder raus? Danke. Okay. Hm. Was war das hier? Fischerhütte. Hier finden Sie seltene Fische. Goldfische auch? Die goldenen Fische? Ja. Hier ist ein Seepferdchen. Bitte hilf mir. Bitte bring mich in die Gewässer nahe der Nadelfelsen. Jenseits 2 große spitze Felsen. Interessiert dich dieser Fisch? Es ist ein sehr seltener Fisch. Man nennt ihn Seepferdchen. Ich habe ihn in der Nähe der Nadelfelsen gefangen. Da er, wie gesagt, sehr selten ist, dachte ich daran, ihn am Karneval zu verkaufen. Doch wenn du willst, kannst du ihn haben. Unter einer Bedingung. Hast du ein Bild von einer Piratin? Nein. What the fuck? Guys, was wollt ihr denn alle von mir? Guys, please. Hm.
Zwischen 30 Jahren fange ich Fische. Mittlerweile bin ich sogar besser als die Leute vom Volk der Zoras. Zumindest würde ich das gerne von mir behaupten können. Das Wasser ist sehr warm geworden. Es ist trüb geworden. Bla bla bla. Fischer cries every time. Every day. Okay. Er will ein Bild von der Piratin. Ist das seine Piratin? Nein, ich wollte mir das da angucken. Ist sie nicht hübsch? Aber du weißt, die Piraten sind so furchterregend, dass sie ein weinendes Kind zum Schweigen bringen könnten. Das ist schon lange her, da habe ich die Fische mit einem Fanghaken gefangen, aber die Piraten haben mich überfallen und mit dem Fanghaken geraubt. Aha! Sie sagten, es sei ein legendärer Schatz, aber ich hatte ihn selbst nur aus dem Meer gefischt, also hege ich keinen Groll gegen sie. Vielleicht liegt er noch irgendwo in der Piratenfestung am Rande der Küste. Wir müssen erstmal da rein. Okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera ein Foto davon mache, zählt das nicht, ne? Nicht mit Taya im Bild. Hier, ich habe ein Bild von der Piratin. Warte, ah ne, warte. Ich muss erst mit ihm reden. Verarschen kann ich ihn nicht, oder? Hier. Schade. Geile Wache oder Kriegerin. Okay. Schön, dass der Käfer aus dem Busch kommt. Bringt mir aber nichts, glaube ich. So. Da hinten. Da hinten geht's zu den Zoras. Okay, ich werde die Zeit jetzt, glaube ich, erstmal zurückdrehen. Vielleicht haben die Piraten auch am letzten Tag oder so nicht mehr geöffnet, wie doof das auch klingen mag. Und vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich in Unruhstadt Bomben kaufen kann. So, das machen wir jetzt mal. Lied der Schwingen. Ich verliere ja, glaube ich, nichts. Außer die Items, die ich als die Pfeile und so gesammelt habe. Aber die sind ja schnell gesammelt. Ja. So, dann zahlen wir mal ein. Wir haben nämlich einiges an Kohle. Das ist ganz cool. So. Gut. Wir gehen mal zum Shop. Der ist hier, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, der war hier. Postamt. Ach, Kind, geh weg. Das ist nicht der Shop, das würde ich sehen. Das hier war der Shop, glaube ich. Müsste ein Bombenzeichen sein. Eine Bombentasche für mich. Herzlich willkommen. Nun, für Sie sollten wir ja eine größere Bombentasche auf Lager haben, aber offensichtlich gab es während des Transports hierher einen Unfall. Ich kann nicht sagen, wann wir wieder welche haben werden. Okay, wir gehen hier nochmal rein, wenn wir die Zeit zurückgedreht haben. Hallo. Was ist, wenn ich als Gerone mit dir rede? Ey, ich will mit dir reden. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gerone, also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine. Ich denke, ich kaufe eins. Nachdem ich die Zeit zurückdreht. Ich habe eine Idee, vielleicht kann ich das das Pulverfass unter Wasser geht bestimmt auch nicht. Egal, wir gucken mal, wir drehen jetzt die Zeit zurück. Und zwar die Hymne der Zeit. Und dann verlangsamen wir die Zeit auch.
Ich verliere einiges. Ich hoffe, die Flaschen nicht. Ich glaube nur den Inhalt. Jawohl, okay. Dann kann ich damit leben. So. Dann geben wir uns jetzt ganz viel Geld abheben. So. Rubin abheben. Und zwar heben wir einfach mal 200 ab. So. Und gehen einkaufen. Stopp! Nein! Oh Gott. Ich bin im Wasser. Ich bin ein Gorone. Ich kann noch kein Wasser ab. Hier Sachen kaufen. Was ist ja nicht mit den Fackeln? Die kann man doch bestimmt auch anzünden. Ja, Bombenschub. Ist okay. So. Guten Tag. Ich kann zwar keine von den Waren benutzen, aber du kannst dich gerne umsehen. Okay, die habe ich schon gekauft. Gut. Krabbelminen. 10 Stück. Die kaufe ich. So. Davon kaufen wir auch mal welche. Kann nicht schaden. So. Dann will ich ein Pulverfass kaufen. Steht da. Der Bombenantrieb muss noch getestet werden. So. Dann mache ich noch Folgendes. Also ich versuche Folgendes. Ich habe keine Pfeile, ne? Ah, egal. Dann versuche ich Folgendes nicht. Dann kann man das bestimmt später machen. Dann spielen wir jetzt das Lied. Nein, stopp. Erstmal spielen wir, oh mein Gott, die Ballade des Kronos. Falsch. Mein Gott. Moment. Ist das richtig? Soll der Lauf verlangsamen werden? Ja, genau. War richtig. Okay. Dankeschön. Und jetzt das Lied der Schwingen. Was ich immer noch nicht auswendig kann. Obwohl es das Leichteste ist. Schädelküste. So. Muss da ja irgendwie reinkommen. Ich hätte ein Schild kaufen können noch. Ah, egal, brauche ich eh nicht. Ich benutze das Schild eh nie. Außer es kommen Dekos, die mich mit Nüssen beschießen. Das ist dann natürlich doof. Da sind auch Möwen über dem Ding. Ich frag mich halt, ob ich da so ein Pulverfass hinrollen kann, ob das unter Wasser auch noch brennt. Ich glaube aber nicht. Das wäre zu krass. Nein, das geht kaputt. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Unter Wasser gehen Pulverfässer nicht. Warum sollten sie auch? Kann ich mit... Nee, ich... Warum... Vor allem, warum sind diese Inseln da? Das ist auch so. Die sind doch nicht nur Deko. Die können doch nicht nur Deko sein. Als... Deko komme ich da nicht hin, oder? Nee, ist zu weit. So. Ich bin gleich am Punkt angelangt, wo ihr mir helfen dürft, glaube ich. Von hier hinten eine Bombe legen macht auch keinen Sinn. So weit kommt die nicht.
Hier kann ich nicht hochklettern. Ich verpeil gerade wieder irgendwas richtig hart. Ich merke schon. Ah. Bin ja schon froh, dass ich die Dinger gefunden habe. Ja, warte mal, sieht das nicht eigenartig aus? Habe ich mir alle angeguckt. Toll. Kaputt geht das nicht. Komme ich hier überhaupt durch? Aber das sieht ja echt merkwürdig aus hier. Dahinter sind gar keine Löcher. Da komme ich doch bestimmt nicht weiter. Das geht bestimmt nicht kaputt. Aber was hat das hier zu tun? Ha. Zum Glück, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Ja, es tut mir auch leid für die Leute, die gerade zugucken und wissen, wie es weitergeht. Aber so ist das halt, wenn man das erste Mal spielt. So, Guys, ich glaube, warte mal. Was? Mir nichts sagen. Sind die nicht normalerweise zur Hilfe da? Ja, ich kann lesen, was du schreibst. Also die Person, die gerade gefragt hat. Sunny Flair. Waren die nicht zur Hilfe da? Gut, dass er mir nicht helfen will. Piratenfestung, wenn dich die Piraten sehen und schnappen. Wenn ich zu lange hier rumlunge? Oh. Ja, dann holt mich doch. Holt mich doch. Keine Lust, mich zu holen. Und dann muss ich hier über Wasser schwimmen. Ich bin echt ratlos. Ach, warte mal, da ist noch ein Schickerstein. Der ist größer. Hilft der mir? Okay, du bist der Uhrenstein.